Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein Speedbuild, denn in der Runaway Teen Challenge wollen wir demnächst umziehen. Und da dachte ich mir, es wäre vielleicht interessant, in eine Doppelhaushälfte zu ziehen. Und das ist eines der größten Builds, die ich je gemacht habe. Zumindest hat es am längsten gedauert. Deswegen würde ich sagen, starten wir am besten direkt rein. Für euch nur ein paar Sekunden, für mich tatsächlich 24 Stunden später. Ja, es ist einfach zurzeit wieder der Wurm drin. Wie ihr seht, ist hier auch direkt eine Shell gewesen, weil im Hause Muli vergisst man nämlich gerne mal, dass man aufnehmen sollte. Es ist einfach zurzeit wirklich der Wurm drin. Es ist mittlerweile sogar so oft passiert, dass es tatsächlich ein Meme geworden ist, dass man in meinen Stream reinkommt und fragt, nimmst du eigentlich auf? Und das ist jetzt wirklich schon mehrfach passiert. Und Leute, also erstmal, wenn ihr gerne, ne, weil so ein Meme mitmachen wollt oder gerne mal dabei sein wollt, wenn wir irgendwie was bauen oder sonst was machen, dann kommt auf Twitch. Wir wollten nämlich letztens ja schon mal irgendwie was, also ein Speedbild machen von meinem Not So Berry Penthouse. Aber, wie gesagt, im Hause Moli vergisst man gerne mal, dass man aufnehmen muss, wenn man ein Speedbild machen möchte. Deswegen, ja, das funktioniert nicht immer so, wie man das möchte. Naja, wir werden drüber hinwegkommen. Dieses Speedbild hat es letztendlich ja dann doch irgendwie hierhin geschafft. Es tut mir leid, wenn es ein bisschen sehr schnell ist, aber ich habe halt 4,5 Stunden daran gearbeitet und das Schnellste, was ich erst machen konnte in, ich habe ja Vegas Pro 14, glaube ich. Und ja, das Schnellste, was ich machen konnte, ich habe einfach das halt so gezogen und so. Also, wenn man keine Ahnung vom Videoschnitt hat, ich glaube, das ist immer so eine Sache, dass man dann keine Ahnung hat. Aber ich habe das so schnell gemacht, wie es ging und dann war es halt trotzdem noch über eine Stunde lang. Und ich so, ich kann nicht über eine Stunde hier mit euch labern. Also, so viel habe ich dann doch nicht zu bereden mit euch, Leute. Also, ich werde diese, keine Ahnung, 20 Minuten oder so knapp, werde ich bestimmt irgendwie mit euch füllen können. Aber es gibt dann auch doch irgendwie Grenzen, ne? Deswegen, ja. Ich sag ja, bei mir ist es immer cozy, aber auch chaotisch, ne? Das ist so mein Motto eigentlich auf sowohl den YouTube-Channel als auch auf Twitch. Es ist einfach wild. Also wie gesagt, wenn ihr mehr von diesem komischen Content haben wollt, entweder geht ihr auf meinen VOD-Channel rüber und schaut euch die VODs irgendwie im Nachhinein an oder ihr denkt euch so, ja, ich möchte gerne mal live dabei sein. Denn, ich sag mal so, ihr werdet eine gute Zeit haben. Weil ich einfach eine wilde Hilde bin, Leute. Es ist einfach so. Es ist einfach so. Was soll ich sagen? Aber ja, jetzt erstmal dazu, wieso bin ich jetzt hier 24 Stunden später? Immer wenn ich in Vegas das Speedbild abgespielt habe, hat sich mein Camlink komplett verabschiedet. Also erst ist er halt dann, hat er sich aufgehangen, so dass ich halt, dass das Bild halt immer nicht weitergelaufen ist. Und früher war das dann halt immer so, dann konnte ich halt einfach kurz wechseln, also dass ich das nicht, also dass ich kurz auf was anderes stelle und dann wieder auf den Cam lege und dann hat er sich wieder gefangen. Dann war das aber so, weil ich dann wieder zurückgewechselt habe, war er einfach gecrashed und auch mein Aufnahmeprogramm dachte sich so, eigentlich habe ich jetzt gar keinen Bock mehr auf euch. Und ich so, oh, schade. Und ja, auch ein Neustart vom PC hat nichts gebracht und keine Ahnung und dann letztendlich musste ich tatsächlich dann auch das Kabel neu rein und rausstecken. Dachte, okay, ich gebe den ganzen jetzt nochmal einen Try. Hat dann aber auch immer wieder nicht funktioniert. Also jedes Mal, wenn ich halt dann eine Aufnahme gestartet habe, während ich dann irgendwie über Sony Vegas dann das starten wollte, also das Speedbild, es hat einfach nicht funktioniert. Jetzt habe ich das letztendlich so gemacht, weil ich möchte ja teilweise zumindest auch mal zwischendurch hierüber reden. Habe ich das jetzt halt so gemacht, dass ich das jetzt halt gerendert habe, sodass ich dann mir das jetzt über diese normale Medienwiedergabe das anschaue und das funktioniert anscheinend. Also zumindest läuft die Aufnahme und ich kann mich hier bewegen. Das ist großartig, Leute. Das muss ich dann anscheinend in Zukunft so machen. Das ist total nervig, weil ich dann halt immer zusätzlich noch mehr rendern muss. Und das frisst ja dann letztendlich also auch Ressourcen, ne? Weil
ich sag mal so, wie es ist, so ein Speedbild, das hat natürlich auch eine relativ große Dateigröße, weil da halt so viel passiert in so kurzer Zeit und keine Ahnung. Das ist halt immer so eine Sache, ne? Deswegen, ja. Es ist halt ein bisschen doof, aber immerhin habe ich jetzt eine Möglichkeit gefunden. Aber mir ging es halt gestern richtig schlecht deswegen. Also es ist zurzeit sowieso sehr viel los. Wenn ihr mir auf Social Media folgt, dann wisst ihr das auch schon so ein bisschen. Ich habe aber gesagt, dass ich so richtig darüber reden werde, öffentlich erst, ja, wenn ich halt ein paar mehr Antworten habe, sag ich mal. So dass ich jetzt erstmal darauf warte, dass vielleicht das, also dass wir vielleicht im Jahresrückblick darüber reden werden. Weil ich mache ja jedes Jahr einen Jahresrückblick und also da gibt es auf jeden Fall viel zu bereden und ich denke, bis dahin werde ich ein paar Antworten haben. Und ja, ne, so dass ich euch dann halt auch dann so mitteilen kann, dass ich nicht das Gefühl habe, dass es irgendwie weird ist. Ja. Ich weiß, so ein Rätsel reden ist immer ein bisschen scheiße, aber ich weiß nicht, wie ich das anders verpacken soll. Deswegen werde ich das jetzt auch einfach so stehen lassen. Ich werde jetzt nichts mehr darüber sagen, weil das ist dann jetzt eine Sache, die wir dann in Zukunft irgendwie dann angehen werden. Genau. Also, mal kurz zum Bild. Also, wir sind jetzt gerade im Schlafzimmer gewesen von unserer Amaya, denn diese Doppelhaushälfte, darüber habe ich jetzt ja noch gar nicht so richtig geredet, ist natürlich für unsere Amaya. Und deswegen ist es auch alles ein bisschen bunt und so, weil sie ist ja auch so eine bunte Mausi. Und ich habe ja sehr lange dran gesessen, aber wir haben auch ein paar Sachen eingebracht von der Community und so. Deswegen ist es auch natürlich cool, wenn ihr auf Twitch dabei seid, weil ihr euch dann auch einbringen könnt, wenn wir zum Beispiel was bauen oder so, auch wenn wir irgendwie gerade Gameplay machen, weil wir spielen ja auch zum Beispiel die Not-So-Berry-Challenge, könnt ihr gerne irgendwelche Sachen mit einbringen, da freue ich mich ganz doll drüber. Und manchmal reden wir auch einfach, wir haben sehr oft auch Deep Talk einfach. Es ist wild, es ist wild. Also wenn ihr Lust auf das alles habt, wie gesagt, kommt gerne rüber. Mehr Muli-Content ist doch toll, oder? It's me. Also, wie gesagt, wir haben eine gute Zeit da drüben. ja, ich konnte mich auf jeden Fall hier teilweise nicht so gut entscheiden. Und dieses Bild, was ihr da seht, manchmal kommen dann ja Fragen so von wegen, hä, wäre es nicht besser, wenn man da irgendwie einen Fernseher machen würde? Es ist ein Fernseher. Das sind diese Frame-TVs. Ich glaube, moderner Luxus. Ist das daher? Ich glaube schon, ne? Und ich fand es einfach schöner, wenn man da so ein Artwork hat, als wenn man da halt einfach so einen Fernseher hat. Wenn man tatsächlich den dann im Gameplay anstellt, also Fernseher gucken möchte, dann statt dem Bild sieht man dann eben Fernsehen. Also es wird dann einfach zu einem Bildschirm quasi. Und ich finde das eigentlich richtig cool, weil das es ein bisschen schöner macht. Genau. Also deswegen fand ich das auf jeden Fall irgendwie passender, auch mit dem Gelb und so. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie sehr viel mit Gelb gearbeitet. Ich weiß gar nicht, ob ich Gelb unbedingt so krass mit Amaya verbinde, aber generell ist es bei ihr ja einfach, dass sie ja schon auch einen sehr bunten Stil hat. Ich weiß, dass sie jetzt mit Jeremy zusammenzieht und der ja eher so ein bisschen eintönig ist, also auch schwarz. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie sich vom Stil beide gegenseitig so ein bisschen nähern. Also, weil Amaya hat ja jetzt teilweise auch so ein paar Outfits, die so ein bisschen alternativ sind, zum Beispiel. Und ja, deswegen, keine Ahnung, vielleicht geht Jeremy ja auch einen Schritt auf sie zu und versucht es mal irgendwie mit ein bisschen Farbe. Es gibt aber auch einen Raum, und zwar das Büro. Das wird auch ein bisschen mehr Jeremy-Style-mäßig, weil die Idee war ja, dass wir ihn in eine Freelancer-Karriere stecken und dann könnte er Programmierer sein. Das war dann auch die Idee von der Community. Finde ich sehr, sehr cool, die Idee. Deswegen machen wir das auch gerne. Da freue ich mich sehr drauf. Deswegen dachte ich, dass das Büro dann vielleicht ein bisschen mehr auf ihn dann quasi zugeschnitten ist. Wäre auf jeden Fall ganz cool. Jetzt gerade diese Hälfte, in der wir uns jetzt gerade befinden, ist natürlich offensichtlich das, wo dann Amaya eben mit Celeste und Jeremy wohnen wird. Da werden die dann irgendwann demnächst einziehen, aber die werden auf jeden Fall auch ein bisschen Cash noch sammeln müssen. ich habe dann doch ein bisschen übertrieben, Leute. Manchmal passieren Dinge, Leute. Es ist okay.
Es ist halt dann ein bisschen teurer geworden. Aber ich finde es gar nicht mal unbedingt schlecht. Weil dann haben wir halt was, worauf wir hinarbeiten müssen, ne? Und weil wir dann eingezogen sind, haben wir erstmal wieder ein bisschen Geldprobleme. Das finde ich auch ganz toll. Weil das ist, geht jetzt sehr, sehr vielen Sims-Spielern so, dass das Spiel irgendwie langweilig wird, wenn man zu viel Geld hat. Deswegen, ich mache das auch ganz oft, dass ich mir einfach irgendwie das Geld wegcheate irgendwann oder so. Oder so tue, dass ich das irgendwie gespendet habe oder was auch immer. Weil ich mir so denke, so, I don't need this. Wenn ich mehrere Sims-Kinder habe oder so, dann ist es dann auch so, ich gebe dann halt mehr Vermögen an die anderen ab. So, weil ich das dann, also, ich finde es halt cooler, wenn man halt, ja, wie gesagt, nicht so viel Geld hat. Finde ich einfach schön. In Real Life hätte ich gerne Geld. Ich meine, wir sind ja jetzt auch, also wir sind jetzt noch nicht ganz so an dem Punkt, aber das ist eine Sache, die ich dann auch im Jahresrückblick auch ein bisschen so mit euch teilen wollte, dass ich mir natürlich in irgendeiner Form auch wünsche, dass ich irgendwie auch ein bisschen Geld hiermit verdienen kann. Einfach, dass ich, ja, das Geld, was ich hiermit verdiene, zumindest dann auch da wieder reinstecken kann. Es geht mir jetzt nicht darum, dass ich hier jetzt irgendwie Millionen verdienen möchte oder keine Ahnung. Also werde ich sowieso nicht. Also außer ich werde jetzt random über Nacht komplett Fame. Glaube ich aber jetzt irgendwie nicht so ganz. Also ich mache das Ganze hier schon seit 10 Jahren und ich habe noch keinen Cent damit verdient. Also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie sauer wäre. Das ist halt mein Hobby. Aber so ein paar Euro wären schon ganz cool, weil ich werde mir jetzt kommenden Monat, werde ich mir auch zum Beispiel ein neues Mikrofon kaufen. Und also nächsten Monat erst, weil ich hoffe, dass es zu Black Friday doch noch mal ein bisschen günstiger wird. Und wenn nicht, dann ist es halt auch okay, weil der Deal ist halt so schon relativ fein. Es sind ja 200 € für das Mikrofon mit diesem Interface und so, weil ich das nicht mehr über USB haben möchte. Das ist, was ich jetzt habe, ist ein USB-Mikrofon. Und wenn du das übers Interface machst oder so, ist es halt ganz cool, weil A, es ist ein bisschen lauter, es hat bessere Qualität. Und ich kann es weiter wegstellen und man hört mich trotzdem noch gut. Weil jetzt gerade ist es so, es ist halt quasi direkt ja vor mir, ne? Und wie oft hatten wir das schon? A, ich muss ja in meinem Stream immer dann den Knopf drücken, weil meine Kamera mal ausgeht. Ich knall immer gegen das Mikrofon und es macht dann immer so ein Buff-Geräusch. Und das ist halt einfach absolut nervig als Zuschauer auch. Auch wenn ich dann schneide oder so, denke ich mir so, oh. Es ist halt einfach auch anstrengend. Wenn ich, also weil ich benutze ja keine Kopfhörer. Aber ich weiß, dass es einige Leute von euch gibt, die das hier mit Kopfhörern gucken. Und ich glaube, dass das absolut schrecklich ist, wenn man dann immer dieses Puff hört. Und das würde ich halt gerne vermeiden. Einfach auch, weil ich komme nicht so gut an die Tastatur. Und für Sims braucht man die Tastatur. Gerade wenn man irgendwie was eintippen möchte oder so. Und es wäre halt einfach cool, wenn ich ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit habe, als ich es jetzt gerade habe. Deswegen versuche ich halt eben, also möchte ich das gerne dann mehr kaufen. Ich freue mich da auf jeden Fall auch schon sehr drauf, weil das für uns alle sehr vorteilhaft sein wird. Ich hoffe einfach nur, dass dieses Interface mir nicht allzu viele Probleme bereiten wird. Weil meine Freundin hat mir das halt empfohlen, weil sie hat, kennt sich ja mit aus. Das ist die Ruby, mit der habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Vielleicht verlinke ich das einfach mal in der Endcard, wenn ich es nicht vergesse. Ja, da, sie kennt sich ja mit aus, sie hat auch mein Outro zum Beispiel gemacht. Oder dieses, wenn ich hier auf Mulli Sims den Hashtag für die Galerie hinweise. Das hat sie, kreiert, die Musik dazu. Vielen lieben Dank dafür auf jeden Fall nochmal. Deswegen, also sie kennt sich auf jeden Fall damit aus und deswegen habe ich sie auch eben gefragt und sie meinte, das ist ein wirklich guter Deal und das also ist gut für deine Anforderungen. Einfach eben, dass ich es ein bisschen weiter wegstellen kann und trotzdem, ne, dass man mich gut hört, dass es eine gute Qualität ist, bla 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 bla. Blabt. Also, es ist einfach großartig. Ich freue mich da auf jeden Fall schon sehr drauf. Ich denke dann, dass es dann vermutlich dann irgendwann im Dezember oder so ankommen wird. Spätestens dann ja im Januar oder so. Und dann haben wir hier A, bessere Qualität. Es ist ja jetzt nicht schlecht oder so. Das hat mich damals, glaube ich, knapp ein Huni oder so gekostet. Mittlerweile gibt es das einfach nicht mehr. Ich habe nämlich geguckt, ob ich das dann irgendwie verscherbeln kann, wenn, ne? Aber
Ja, wenn man das bekommt, kriegt man das irgendwie für 40 € oder so. Das heißt, es lohnt sich halt einfach noch nicht mal wirklich. Ist ja halt die Frage, ne? Wenn irgendeiner meiner Freunde das sieht und das gebrauchen kann, hit me up. Ich gebe euch das gerne. Weil ich brauche das dann ja offensichtlich nicht mehr. Ich möchte auch einfach nicht mehr. Es ist einfach nervig, das die ganze Zeit so vorm Face zu haben, gefühlt. Ne. So, wir sind jetzt übrigens auch in der zweiten Hälfte von dem Haus. Wir sind tatsächlich jetzt schon fertig. Ich werde euch heute keinen richtigen Rundgang machen, wie ich das normalerweise bei meinen Speedbuilds mache. Wir werden uns das dann einfach in der Runaway Teen Challenge dann vernünftig angucken. Ich werde euch aber Screenshots vielleicht einblenden von dem, also so einen Überblick quasi von dem Ganzen. Ich hoffe, dass das so in Ordnung für euch ist. Aber ich nehme das Ganze nämlich jetzt hier gerade auf, wenn das Video auch, also kurz bevor es dann online geht. Und ich habe einfach nicht die Zeit, jetzt dann noch so einen Rundgang quasi zu machen. Außerdem würde das Video dann wahrscheinlich auch ziemlich lange gehen, wenn ich ehrlich bin. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt unbedingt sein muss. Ich wollte gerade meine Nase kratzen, das ist mir aufgefallen. Ich nehme gerade auf und ich schneide das nicht. Problematisch jetzt. So, deswegen hoffe ich einfach, dass meine Nase aufhört zu jucken, weil sonst haben wir ein Problem gleich. Das sieht immer ein bisschen unangenehm aus, ne? Ich sag, wie es ist. Uncut-Videos sind einfach nicht mehr so mein Ding. Früher konnte ich das eigentlich ganz gut, aber heutzutage. Also, ich habe mich sehr daran gewöhnt, dass ich meine Videos schneide. Teilweise in meinen Streams bin ich auch so: Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist wild. Es ist einfach nur wild. ja. Oh mein Gott. Also wie gesagt, wir sind jetzt hier in der zweiten Hälfte. Die wird dann letztendlich vermietet werden, weil wir wollen ja unser Geld so ein bisschen ja irgendwo reinstecken. Ne? Und letztendlich da kriegt man zwar dann auch Geld raus, aber jetzt auch nicht so viel vermutlich. Und ich meinte halt auch so, ja, wenn die jetzt zu dritt ein komplettes Riesenhaus hätten. Finde ich das auch ein bisschen übertrieben. Ich sag, wie es ist. Also, fühle ich jetzt einfach nicht so, ne? Also, gerade auch, weil Amaya ja auch jemand ist, die ja jetzt eher nachhaltig leben musste. Und ich glaube nicht, dass sie jetzt dann sagen würde, ich nehme mir jetzt halt diesen Platz weg, den andere dann halt günstiger irgendwie bekommen könnten oder so. Weiß ich nicht. Also fühle ich halt einfach nicht. Deswegen, außerdem wäre es mal cool, irgendwie Nachbarn oder so zu haben. Vielleicht verstehen wir uns ja dann auch ganz gut mit denen. We will see. Ich bin sehr gespannt, wie das dann so werden wird. Ich habe das jetzt einfach sehr generisch eingerichtet. Ne? Einfach so ein paar Sachen so platziert, die ich dachte, ne? Aber das größtenteils ist es dann ja auch eher ja so bräunlich, sage ich mal. Also nicht mit so viel Personality, ne? Ich habe jetzt auch nicht so viel dekoriert, wie jetzt bei Amaya zum Beispiel, weil bei Amaya spiele ich halt dann auch einfach selber. Ne? Ich sehe das die permanent. Ich möchte das dann auch schön und haben und auch sehr persönlich, sag ich mal. Und das war jetzt hier, da dachte ich mir so, weiß nicht, irgendwie habe ich mir da jetzt nicht. Ich wollte das auch einfach schneller abschließen, weil, also, wir haben da schon irgendwie 3 Stunden lang gearbeitet. Ich habe jetzt irgendwie die rechte Seite dann innerhalb von 1 Stunde oder so gemacht. Ja, also ich habe da wirklich. Reingehasselt dann. Ich habe trotzdem noch relativ lange dafür gebraucht. Das hätte man bestimmt auch schon schneller abschließen können. Ne? Ich konnte mich ja trotzdem teilweise nicht entscheiden. Ich wollte es ja auch, dass es dann trotzdem gut aussieht und nicht komplett hingerotzt. Ne? Deswegen, ja, also habe ich mir da natürlich schon auch Gedanken gemacht. Aber es ist verhältnismäßig natürlich mit weniger Persönlichkeit. Ne? Es sieht jetzt so ein bisschen mehr aus, als wenn man quasi einfach sich irgendwelche Räume zusammengesucht hat aus irgendeinem Möbelkatalog oder so. Aber es ist auch immer schön. Wie gesagt, also wir werden es jetzt ja nicht so oft sehen, vermutlich. Also ist das total in Ordnung. Und da ist das Speedbit dann tatsächlich auch schon vorbei. Ich habe dann im Nachhinein noch so ein bisschen unter die ganzen Pflanzen und so dieses Terrain Paint gemacht. Aber das soll uns jetzt ja nicht weiter interessieren.
Ich hoffe, dass euch das Ganze irgendwie gefallen hat und ich hoffe, dass ich jetzt auch halbwegs gut mit euch reden konnte, ohne dass es jetzt irgendwie weird war. Ich habe ja so ein paar Sachen angesprochen. Ich hätte sogar noch ein paar Sachen im Petto gehabt, über die ich reden könnte. Aber ja, irgendwie haben wir das gar nicht gebraucht. Also vielleicht ist es ganz in Ordnung. Also wenn ihr noch irgendwie zu irgendwas was sagen wollt, was ich hier beredet habe, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich freue mich immer über Kommentare. Kommentare sind nämlich das Schönste, was man so als Creator bekommen kann. Ich sage, wie es ist. Und wie gesagt, wir gehen dann das Ganze nochmal vernünftig durch, wenn wir dann auch wirklich einziehen mit Amaya. Wir müssen eh gucken, wie viel Geld müssen wir jetzt noch irgendwie besorgen, damit wir das da kaufen können. Weil das könnte noch ein bisschen was sein. Weil eigentlich haben wir so gesagt 100.000, aber ich glaube, wir sind jetzt irgendwie bei 140.000 oder so. Upsi, ist doch ein bisschen eskaliert. Naja, Dinge passieren, ne? Aber ich würde jetzt dann tatsächlich hier das Video beenden, weil das muss in knapp 5 Stunden online gehen. Deswegen freue ich mich, wenn wir uns dann in der Runaway Teen Challenge wiedersehen und da dann tatsächlich irgendwann umziehen. Bis dann und tschüss!